Wie wohltuend Wärme für den menschlichen Körper sein kann, das wissen wir alle aus der täglichen Erfahrung. Und Wärmetherapie wird also natürlich auch in der Medizin angewandt. Wir sagen mal lieber Diathermie dazu. Achtung, Dia heißt nicht die wie zwei, sondern Dia kommt aus dem Griechischen, heißt durch. Also ist das Durchwärmen damit gemeint. Man könnte natürlich mit einer Rotlichtlampe, hat man das früher gemacht, die Leute auch erhitzen von außen. Allerdings hilft das nicht so, ich komme gleich drauf. Hier geht es vielmehr um elektromagnetische Strahlung, höhere Frequenzen als zum Beispiel die Schallfrequenzen, die wir so hören, also und noch weit darüber. Also ab 300 Kilohertz geht es ungefähr los. Was bewirken aber elektromagnetische Wechselfelder? Die bewirken einerseits, und das hängt von ihrer elektrischen Leitfähigkeit ab, also nicht von der Strahlung, sondern von der elektrischen Leitfähigkeit des bestrahlten Materials, aber auch von der Permittivität. Permis heißt erlauben, also von dem Erlauben der Durchgängigkeit für elektrische Felder. Bedeutet von beiden abhängig, und zwar nicht plus oder sonst was, sondern einfach mal genommen. Einerseits Polarisation, darauf bin ich aber schon eingegangen, also man kann durch elektrische Felder Nichtleiter dazu anregen, ihre Elektronenhüllen zu verschieben. Also wenn ich hier zum Beispiel einen Atomkern habe und ich habe hierum eine normale Elektronenhülle und ich gebe hier einen Pluspol dazu, dann wird sich die Elektronenhülle, weil sie negativ geladen ist, mehr hierhin verschieben. So ist es gemeint. Also Polarisation. Wenn das mit Wechselfeldern erfolgt, also wenn hier mal Plus und mal Minus, mal Plus, mal Minus, mal und so weiter anliegt, dann werden die Elektronenhüllen zum Schwingen angeregt. Die Atomkerne auch, aber das bleibt fast unbenommen davon. Aber dieses Schwingen bedeutet letzten Endes auch Wärme. Weiter. Ich komme da nochmal im Einzelnen dazu. Mikrowelle und so weiter. Elektromagnetische Induktion, das ist der zweite Effekt und das ist der typischere Effekt. Das hat weniger jetzt hiermit zu tun, sondern damit, dass, wenn sich die Stärke eines Magnetfeldes, welches einen Leiter durchsetzt, ändert, dann wird in diesem Leiter eine Spannung induziert. Leute, geht mal hier auf diesen Link. Ich bin nochmal auf elektromagnetische Induktion ganz genau eingegangen. Wenn ihr auf diesen Link klickt, hält dieses Video an und wartet. Das ist immer so. Also, hier mal draufklicken, falls ihr die elektromagnetische Induktion nicht mehr so ganz drauf habt. Weiter. Die Auswirkungen hängen aber auch von der Frequenz der elektromagnetischen Strahlung ab, die allerdings wieder ganz stark mit diesen beiden, also Leitfähigkeit des Materials und Permittivität, praktisch konkurrieren bzw. zusammenarbeiten. Und damit ergibt sich eine gewisse Einbringtiefe. Ich habe jetzt mal hier ganz bewusst zwei übereinander gekreuzte Pfeile gemacht. Und zwar, je höher die Frequenz, umso geringer die Einbringtiefe und umgekehrt. Jetzt nochmal zu dem Thema, warum beleuchtet man die Leute nicht einfach mit Infrarotstrahlung? Ist doch schön warm. Naja, Infrarotstrahlung hat Frequenzen von 300 Gigahertz bis auf zu 400 Terahertz und die Eindringtiefe ergibt nur wenige Mikrometer. Also das heißt, die ersten Schichten des menschlichen Körpers, also die Haut, die würde zwar erwärmt werden, weil sie sofort diese Frequenzen absorbiert, aber darunter ist nichts. Natürlich, wenn ich das lange genug mache, dann wird irgendjedermann mal auch im Inneren noch glauben, Wärme zu spüren. Ist aber im Allgemeinen nicht so. Die Nerven, die liegen weiter oben. Deswegen ist man davon wieder abgegangen. Ich kenne das noch als Kind, Rotlichtlampe, wenn man irgendwie Nasenentzündung oder irgendwas hat, es soll geholfen haben. Das war wohltuend, sagen wir es mal so. Aber irgendwann auch ganz schnell mal sehr heiß. Zu den Methoden, also, was kann ich für Felder anlegen und auf welche Art? Naja, ich nehme einfach die Kondensatorfeldmethode, das heißt, ich halte das betreffende Organ zwischen zwei Kondensatorplatten. Dabei fließt natürlich in diesem Fall nicht direkt Strom, aber genauso die Variante induktiv. Das heißt also, mit der sogenannten Spulenfeldmethode, die ja ein Wechselfeld dann ausstrahlt, ich könnte die Spule auch so groß machen, dass jemand reinpasst, so wie beim Magnetoresonanztomographen, aber der ist nicht zum Erwärmen des Körpers gedacht. So, und jetzt geht es um Folgendes. Jetzt sage ich hier, und jetzt gehe ich mal ein Stückchen tiefer schon. Ihr kennt das ja von diesen Linien. Oh, die ist verrutscht. Egal. Bei der Spulenfeldmethode ist es einfach so, dass ich dieses elektromagnetische Feld entweder über, das müssen nicht immer Sinusschwingungen sein, aber über gleichmäßig abgestrahlte Frequenzen erzeuge, die ja wieder Induktion bewirken, oder ich pulse nur Magnetfelder, ich schalte die Spule also an und aus, oder
Diese Variante, da komme ich gleich drauf, die wurde eigentlich von Tesla mal erfunden und auch mit seinen Geräten vertrieben mit der sogenannten Geissler-Röhre. Machen wir das mal schnell hier nebenbei. Diese Geissler-Röhre, die habt ihr alle schon mal gesehen, die erzeugt so Büschelentladungen innen drin. Hier habe ich eine Tesla-Spannung anliegen. Ist also nichts weiter als eine gepulste, sehr hochfrequente Strahlung, hätte ich beinahe gesagt. Eine gepulste Wechselspannung. Hoher Frequenz, so muss man es richtig sagen. Dann erzeugt es hier Büschelentladungen innerhalb einer Glasröhre. Das sieht alles sehr schön und violett aus und das Glas absorbiert allerdings die gefährlichen, die Sonnenbrand verursachenden Anteile so dieses UV-Lichts hier, sodass man dann diese Röhren direkt auf die Haut gegeben hat. Das sollte, und es mag ja auch durchaus so sein, zur Stimulation der Durchblutung, Stoffwechsel und der Nerven dienen. Herrje. Kommen wir lieber zu den doch wesentlich interessanteren, und zwar nochmal zur Kondensatorfeldmethode. Ich sagte ja, es geht hier um bestimmte Frequenzen und Eindringtiefen, aber auch um die Permittivität und die elektrische Leitfähigkeit. Wenn ich die kapazitive Methode anwende, dann geht das meistens mit 2,45 GHz einher. Ich komme dann später, die Längsdichte werde ich entweder hier noch einfügen oder zum Schluss, ganz zum Schluss, zu diesen Einflüssen solcher Frequenzen. Das sind nämlich alles standardisierte Frequenzen und die können sich gegenseitig stören. In der Therapie, aber auch in der Erfassung. Bloß mal ein Beispiel, denkt an Bluetooth und so weiter und so fort. Solche Frequenzen sind alle standardisiert und deswegen ist es auch nicht gut, wenn man sein Handy eingeschaltet lässt und gleich am besten bei irgendeiner Herzfrequenzmessung vorbeigeht, wo auch Bluetooth verwendet wird oder was auch immer. Also wie gesagt, hier später drauf. So, wenn ich also in ein Kondensatorfeld, und deswegen habe ich dieses Schema mal gemacht, wenn ich in ein Kondensatorfeld ein Organ halte und ich weiß, dass die Eindringtiefe nicht sehr groß ist, dann wird er, und jetzt kommen wir dazu, die Eindringtiefe liegt unter 5 cm ungefähr, dann wird er nicht leitendes Gewebe davon erwärmt. Fett oder Bindegewebe oder Knochen. Damit, mit dieser Wärme, die im Gewebe erzeugt wird und nicht von außen reingebracht wird, sondern im Gewebe, erzeuge ich also Wärme, die dann zur Heilung dient. Nochmal, die Eindringtiefe ist nicht sehr groß, aber ich kann eben damit, ohne den Kerl zu verbrennen, der da am Gerät sitzt, kann ich diese Gewebearten damit auf diese Art erwärmen. Wenn ich gar, jetzt nehmen wir mal gleich das Gegenteil, mit 300 Kilohertz bis 4 Megahertz, also innerhalb dieses Frequenzbandes arbeite, da ist die Eindringtiefe, ich habe mal in Anführungsstrichen geschrieben, tief. Radiowellen solcher Frequenzen, die gehen überall durch. Ne? Permittiv ist dann jedes Gewebe dafür. Das wird in der Elektrochirurgie genommen. Da werden ganz bewusst Ablationen, also durch Hochfrequenz, das ist schon Hochfrequenz, durch Hochfrequenz werden ganz bewusst kranke Zellen zerstört. Macht man an der Leber oder an irgendwelchen anderen Organen, um die Organe selber nicht zu verletzen, aber um die kranken Zellen damit tatsächlich bis zum Verdampfen, zum Verkohlen kaputt zu machen und zu erhitzen. Das funktioniert tatsächlich. Elektroden und so weiter. Leute, ich bin jetzt kein Mediziner, lasst es mal, ich fand es nur sehr interessant. Das war also das Gegenteil von dem. Eindringtiefe, ganz schön tief. Das typische Frequenzband 13,56 MHz oder 27,12 MHz hat ungefähr Eindringtiefen von 20 cm und da erreiche ich wasserhaltiges Material. Das können Muskeln sein, Blut oder was auch immer. Und jetzt habe ich einfach mal geschrieben dazwischen, weil ich da als, wie gesagt, Nichtmediziner einfach nichts gefunden habe. Die Eindringtiefe liegt irgendwie dazwischen. Auch bei diesem Frequenzband geht es darum, eher wasserhaltiges Gewebe zu erwärmen. Vorteile hatte ich gerade genannt, man muss nicht die Gewebe mit Strahlung erwärmen in Form von Hitze von außen, weil meistens alles andere darum auch leidet, sondern man erhitzt ganz gezielt diese Gewebeschichten, die man erreichen möchte. Ja, und dann haben wir noch das An- und Ausmachen eines Magnetfeldes. Geschieht über die Spule. Spule ist ein Elektromagnet. Ich weiß nicht, ob ich das hier noch unterkriege. So, wenn ich den also immer wieder an- und ausmache und das relativ schnell, dann kann ich damit die Zellheilung stimulieren, anregen, aber auch die Zellheilung in den Knochen. Also auch das funktioniert. Allgemein Zellheilung. Ich habe bloß mal in Anführung, in Klammern geschrieben, auch Knochen. Damit wir es einfach nicht vergessen. Ich hoffe, ich konnte durch diese Schema mal einen Überblick zeigen, wie das wirklich
wie die Diathermie eigentlich funktioniert und wie sie aufgeteilt ist und so weiter und so fort. Wenn es euch geholfen hat, lasst es mich wissen. Würde mich wirklich interessieren. Wenn nicht, lasst es mich auch wissen. Ich muss daraus lernen. Ja. Ansonsten sage ich einfach bis später. Tschüss.